Hallo zusammen. Ja, gestern lief die erste Folge von Fashion Hugo auf ProSieben. Wir haben gestern schon fleißig auf Facebook und Instagram und Twitter darüber miteinander gesprochen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mit euch weiter ausführlicher über die Sendung sprechen. Lass uns über die Show von gestern sprechen. Ich habe sie megamäßig herbeigesehnt. So, also ich habe mein Fashion-Herz gefunden und war deswegen megamäßig aufgeregt und sehr, sehr gespannt auf die Show. Zum einen, weil ich auch schon immer, seit ich mich ein kleines Mädchen bin, ein riesiger Claudia Schiffer-Fan bin. Für mich ist sie das Topmodel überhaupt. Ich finde sie einfach wunderschön. Ich liebe dieses, sie hat so ein bisschen, was Elfenhaftes, ja, mit diesen unfassbar schönen blonden Haaren und dieses Puppengesicht, und sie ist sehr, sehr zierlich. Und also ich war schon immer, schon als kleines Mädchen, ein riesen Faible für die Frau. Das finden nicht alle toll. Manche finden das ein bisschen steif. Sie ist auch ein bisschen steif. Von hier hat man leider gestern gar nicht so viel gesehen. Ich hatte gehofft, dass man ein bisschen mehr von Claudia Schiffer irgendwie sieht. Sie war ja wirklich immer nur sehr, sehr kurz zu sehen. Dann war auch ein anderes bekanntes Gesicht dabei. Die Einkäuferin von S. Oliver. Die haben wir alle schon mal gesehen. Das ist nämlich die, oh Gott, als was haben sie die immer verkauft? Als irgendwas Redakteurin irgendwie von Cosmopolitan war sie immer bei Germany's Next Topmodel. Also da hat man die auf jeden Fall schon mal gesehen. Natürlich vergleichen wir Claudia immer mit Heidi, weil hallo Topmodels und moderieren jetzt eine Show auf ProSieben, ne? Also die Parallele, da müssen sie sich das gefallen lassen, dass man die miteinander vergleicht. Ich mag die Heidi Klum ebenfalls mega gerne. Ich würde die so gerne mal treffen. Ja, einige meiner YouTube-Kollegen haben das ja schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Also sie kommt nicht ganz so lockerflockig rüber wie die Heidi. Aber die Show an sich fand ich mega genial. Sie hat, wie ich finde, ein extremes Tempo gehabt. Also ich hatte kaum Zeit, irgendwie Luft zu holen, weil ständig irgendwie was Neues, Aufregendes passierte. Ich habe ein paar Kommentare von euch gelesen, da stand dann, ja, dass das ein bisschen langweilig gewesen ist. Also ich kann das, ich persönlich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe da echt Schnappatmung permanent gehabt, weil weil das Tempo der Show unheimlich schnell ist. Also da waren jetzt nicht so ein langes Gefasel und das lange Vorstellen von den Leuten und wie man das so ein bisschen kennt von diesen anderen Castingshows. Ja, dass dann noch so ein bisschen so das Seelenleid der einzelnen Kandidaten da vorgestellt wurde. Ja, so ein bisschen Seelenstriptease, so von wegen, meine Mutter hat Krebs und mein Hund hat nur noch ein Bein und mein Wellensittich, ich habe nur noch ein Auge und ich habe selber irgendwie ganz schlimme Kindheitserinnerungen. Bla, also ihr wisst, was ich meine, ne? So. Also es war insgesamt, fand ich, sehr anders. Und das Konzept, dass man die Klamotten, die hinterher eingekauft werden, auch direkt abends noch online oder am nächsten Tag in den Stores kaufen kann, ey, ich fand das so genial. Da habe ich, also ich weiß nicht, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das empfunden habt, aber ich fand das mega. Ich habe wirklich nach der Show, war ich bei allen Stores online, also alle haben Online-Stores, Karstadt, S. Oliver und ASOS, ja, eh, ne, ist ja auch ein Online-Shop. Und habe direkt alles aufgehabt und habe geguckt, wie teuer wird das sein, welchen Größen wird das geben, inwieweit haben sie die Klamotten verändert. Ich war mega heiß auf das Blusenkleid von dem Marcel Ostertag. Marcel Ostertag, der Name, der wird euch Beauty-Junkies da draußen bestimmt schon bekannt vorkommen. Den Fashionistas war eh, aber wenn ihr euch denkt, so, hey, warum habe ich den Namen schon mal gehört? Der hat mit Manhattan mal eine Kollektion, eine Limited Edition zusammen kreiert, mit Lidschatten und so weiter. Daher werdet ihr den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Jedenfalls hat er ein wunderschönes Blusenkleid, das ist in so einem zart rosa Newton. Das war so ein bisschen high-low geschnitten und hatte einen schwarzen Gürtel und hatte hier eben diese Cutouts. Also falls ihr das nicht geguckt habt, so sah das aus. Ja, dann, da war ich mega scharf drauf, hab dann bei Karstadt geguckt, kam 149 Euro, gab es auch bis Größe 42, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Zum einen haben sie das Kleid etwas länger gemacht und diese raffinierten Cutouts, also was ich persönlich richtig cool fand, die haben sie weggemacht. Dadurch fand ich das Kleid ein bisschen zu langweilig.
und habe es mir dann letztendlich auch deswegen nicht gekauft. Dann gab es aber, das war das allererste, was verkauft wurde, und zwar war das so ein Designer-Duo, die haben so bunte Tücher gehabt und so eine etwas kurz geschnittene Jacke aus so einem Tweedstoff und einen Mantel eben aus diesem Tweedstoff und dann mit Neonpink so angesprayt. Fand ich mega cool. War scharf auf den langen Mantel, den haben sie dann aber nicht, sondern diese kurze Jacke und Tücher und so komische Shirts. Gut, für die Mütterchen ist das vielleicht witzig mit diesen langen Shirts, ich fand das blöd. Dann habe ich mir heute bei S. Oliver im Store live angeschaut, diese pinke Tweedjacke, die ist wirklich sehr, sehr kurz, also wirklich so Taillenhöhe. Und kam 89,90, wenn ich mich nicht irre. Aber letztendlich habe ich sie dann nicht mitgenommen, aus dem einfachen Grund, weil die Farbe, die ist cool, aber für mich jetzt Herbst, Winter überhaupt nicht irgendwie. Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich bin echt mehr so in Schwarz-Weiß und hier so Bordeaux-Farben unterwegs. Oh, meine Speicherkarte ist gleich hol, das sehe ich, das blinkt schon. Ich muss mal irgendwas löschen und gleich geht's weiter. So, dann, was ich auch mega cool fand, oder ja, dass man so mitfiebert, ja, weil zuerst sieht man ja so die Designer, die ihre Pieces da, ihre Kleidungsstücke so vorstellen und man denkt schon so, oh, voll geil. Also da gab es mehrere Sachen, die, wo ich gesagt hätte, boah, mega cool, da war auch eine, ich hätte mir Notizen machen sollen, ja. Die hatte ein wunderschönes Kleid und eine wunderschöne blau-schwarze Lederjacke, fand ich mega geil, hat keiner genommen, da habe ich echt gekotzt. Überhaupt waren da generell mehrere Designer, die ich toll fand, aber die einfach rausgeflogen sind, weil ja, die Einkäufer gesagt haben, nee, kaufen wir nicht. Ich fand das auch toll, wie die Models gestylt haben, weil das hat wunderbar wiedergespiegelt und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kann man wunderbar sehen, das Styling macht aus, wie ein Kleidungsstück wirkt. Also es sind nicht nur die Accessoires, die man trägt, ja, ob man jetzt Perlenketten dazu trägt oder so, sondern das allgemeine Styling, ja, wie trage ich die Haare, wie ist mein Make-up. Da kann man den ganzen Look mitbestimmen, ja, man kann ein Kleid, ein sehr schlichtes Kleid, super mega pimpen, indem man einfach seine Haare und das Make-up richtig geil macht. Das kennen wir alle schon aus Shopping Queen. Und das finde ich sehr interessant. Das kam gestern auch nochmal wunderbar zur Geltung, weil es gab echt ein paar Kollektionen, wo ich gedacht habe, so hey, das ist ganz schön elegant. Aber dadurch, dass die Models ja zum Teil sehr straight die Haare hatten, das Make-up sehr natürlich, wirkte das nicht so bam in your face, ich bin jetzt so voll glamourös unterwegs. Also das fand ich sehr, sehr cool. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich will alles wissen, wie ihr das findet. Ob ihr das öde findet, wie fandet ihr Claudia, welches Stück habt ihr euch vielleicht gekauft, war vielleicht überhaupt gar nichts für euch dabei. Werdet ihr euch die nächste Folge anschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall jetzt hier regelmäßig, weil in Zusammenarbeit mit anderen YouTubern hier, ja, kommentieren wir, geben wir jetzt unsere Meinung ab für die, ja, für jede Folge, auch für jede Kollektion und so weiter. Und wenn euch das interessiert, meine Mitstreiter sind aktuell Rebecca Flöter, die Twinkle Mina, die Empathy 25, leider jetzt nicht in Videoform, sondern eher auf Instagram und Twitter und Facebook und so. Also da könnt ihr euch mit ihr austauschen und wenn euch das interessiert, was sie dazu zu sagen hat, dann schaut da vorbei. Außerdem noch meine YouTube-Kollegin, die Grace, die findet ihr ebenfalls hier alle, überhaupt alle verlinkt. Ja, schaut euch das an, wenn euch das interessiert, was meine lieben Kolleginnen zu der gestrigen Folge zu sagen haben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wahrscheinlich mein Haul, den werde ich jetzt nämlich machen. Also, tschüssikowski.